Wow. Und was brauchst du dafür? Gebackene Kartoffel mit Käse kriegst du nur 450. Hä? Warte mal, ungebacken kostet die mehr als gebacken? Ja, das habe ich jetzt auch gerade gesagt. Soll der Blödsinn denn? Ich habe keine Ahnung. Und wir haben eine Rübe zu viel. Das heißt, wir müssen uns Kartoffeln besorgen. Kartoffeln und Käse. So, wie macht man Käse? Habe ich hier schon Käse drinne? Käse da. So. Dreimal Milchsalz. Dreimal Milchsalz. Also Salz fünfmal. Salz. Erstmal fünfmal. So. Jesus. Muss man das jetzt mischen oder? Wie muss man das jetzt machen? Ah, schon wieder. Kochen. Okay. Also ich brauche die Milch. Und ich brauche das Salz. Die Milch. Und Salz. Eins. So, kommen schon wieder hier die nächsten 6 Stück an. Und der ist noch nicht fertig. Zwei. Achso, der ist fertig. Gut. Dann können wir wieder anschmeißen. Drei. Alter, Käse dauert echt lange. Okay. Muss aber mit dem Kuchenbacken anfangen. Nummer 4. Oh, wir müssen uns hinlegen. Oh, Scheiße. Hoppala. So vertieft in Kochen, Backen. Ja. So, jetzt muss ich mich einmal darum kümmern. Der ist fertig. Der muss wieder an. Der muss wieder an. So, erstmal ein kurzes Tiere machen, damit das nicht mehr verschwindet hier. So. Und jetzt Käse, Kartoffeln und das Salz. Ich brauche noch mal fünfmal Salz. Voll versalzen alles. Ja, ich weiß, ihr wollt hier unbedingt Mais haben. Ja, nicht durchdrehen, bitte, nicht durchdrehen. Danke. Danke. Wundervoll. Hier ist Speck. Oh, sogar zweimal Speck. Die fressen gerade erstmal. Dann können wir die schon mal abmähen. Super. Du musst nur gestreichelt werden. Wie verstehe ich jetzt hier nicht so? Kartoffeln schneiden habe ich gemacht. Ja. Kartoffeln und Salz kombinieren. Marble. Muss ich das jetzt Kombinieren und draußen kombinieren? kombinieren, ja. Im Kombiniertisch. Martha. Elmo. Wo hat es? Dala, Annabelle. Es. Das
heißt, wir müssen jetzt alle durchhaben. Drei, nee, irgendeiner fehlt. Warte mal eben, wenn wir jetzt pro Stück 900 kriegen würden, ne? Ich pack das jetzt mal rein. Das heißt, 5 mal 9 sind 4500, oder? Ja. Der will aber nur 2700 für mich hin. Okay, ihr habt wieder Eier gelegt. Das soll jetzt immer zustande kommen, keine Ahnung. Okay. Und Schatter hat eine Kuh keine Milch gegeben, gut. Warte mal, jetzt müssen wir aber verkaufen. So, du. Du dahin. Wolle. Hier 10 mal Kuchen. 9800, super. Dumm. Hui. Die Butter brauchen wir noch. Was wollte ich denn jetzt? Das kann ich dir nicht sagen. Ich auch nicht. Dum, 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 dum. Rexel muss auch noch gekauft werden. Rex. Damit habe ich die Kartoffeln schon mal weg. Wo ist der blöde Köter denn schon wieder? Okay. Oh nee, die sind auch schon wieder fertig. Oh. Gut. Geh ich dann auch weg. Rote Beete. Ja, was macht man daraus? So. Boah, eigentlich können wir die so verkaufen, aber wir haben eigentlich genug zu tun. So. Irgendwann müssen wir dann nochmal Kartoffeln holen. Habe ich jetzt das ganze Gemüse verbraucht? Ja. Ja, gut. Wir brauchen nochmal 18 Salz. Das kann man garantiert irgendwie rote Beete Suppe oder sowas machen. Ja, da brauchst du Wasser und rote Beete brauchst du. Ah, okay. So, 18 mal Salz für Popcorn habe ich. Was brauche ich jetzt für die Torten? Es gibt viel Suppe. Ist doch mal ein bisschen rote Beete. Wahrscheinlich. Ei. Amaretto. Zucker. Einfaches Mehl, Butter. Zucker habe ich jetzt 59 Stück. Schrecklich. Rote Beete Samen. Alles klar. Dann packen wir da noch mal ein paar von rein. Wenn wir sagen, wir machen 20, dann brauche ich 20 mal Mehl. So. Dum. Ich glaube, ich habe ein Haar hinten im T-Shirt drin. Frechheit. So. Ich hatte noch gar kein Mehl gekauft. So, fast fertig. Doch, einfach mal schnell da so. So, angepflanzt sind sie schon mal. So, rote Beete Wasser brauche ich da gleich nochmal für. Da können wir schon mal anstellen, das können wir schon mal anstellen. Ja, dann holen wir uns mal kurz Wasser. Butter, wie viel Butter habe ich? 12. Ich kann aber noch ein bisschen Butter machen. Butter wird jetzt gemacht. Okay. Wasser. Aus Sahne. Also mischen. So, 12 habe ich. Ich brauche noch 8.
Wer ist das eigentlich? Sarin? Wahrscheinlich alle auf den Sommer, oder? Hauptveranstaltung, Familienbereitschaft. Ich auch nicht so gehen, wenn etwas mehr Zeit zur Verfügung ist. Ah, okay. Wunderschön. Also, ich muss noch mal kurz oben gucken, was die da jetzt im Angebot haben. Gut. Ich habe 10 Eier, also nicht 10 Eier. Hui! Weg mal eben holen hier. Mal kurz gleich gucken, wie viel man dafür eigentlich kriegt. Und ich glaube, die Bäume sind auch fertig. Wasser und Steckrüben kochen? Wasser und Rübe? Wasser und Rübe kochen, genau. Rübe. Rote Beete. Nehme ich mal an. Ja, ist rote Beete, ja. Okay, macht er nicht. Wasserkrug. Muss ich die vorher schneiden? Ja. Achso. Noch mehr schneiden. ich glaube, ich brauche noch ein Schneidedings. Sonst. Und 8. Die Steckrüben sind da noch drin. Alles klar, wir holen uns das mal kurz. Warte mal, sind die hier eigentlich fertig? Ja, die sind so fertig. Die sind jetzt die Sahne. Fertig. Ja, im Moment ist das gerade Fleißarbeit. Das dauert alles. Wir brauchen noch eine Schneidestation. Mischstation. Schneidestation. Danke. Tschüss, Alf. Das ist, denke ich, einfacher, weil wir haben ja immer die großen Mengen. Und jedes Mal, wenn wir daran vorbeigehen, können wir das immer anmachen. So. Draußen ist immer unsere Kochstation. So, hier noch eine Schneidestation. So, schneiden. Da. Zack. Kruste weg. Das alles herholen. Kruste da wieder hin. Ich mal wieder was reinpacken. So, die Kartoffeln. Schneiden. Speck. Schneiden. Die Brothaufen. Wir haben doch irgendwo noch. Dann bin ich Suppe. Na egal. So. Und die haben wir da. Das dauert immer Ewigkeiten. Die Betesuppe können wir doch auch noch verkaufen hier. So. Ja, das kannst du machen. So, wie wird das jetzt gemacht? Zweimal mischen, dann backen. Nein. Okay. Butter. Den hier an. Zucker. Den hier an. So, im Eimer wieder den hier machen. Zucker daraus zu machen. Eier und Mehl. Ja, hier an. Haben wir schon der Kruste fertig? Aber so geht der nicht an. Okay, Jeta, wie wird die Torte gemacht? Welche Torte? Hast du schon eine Torte gemacht? Eine Torte? Nee. Kuchen. Ja. Aber nicht Torte. So, ich habe Eier, Weiß und Butter. Ich habe jetzt alles. So. Und da steht zweimal mischen und backen. Oder meinen die vielleicht Ei und weißen Zucker mischen? So steht doch da, was du mischen musst. Oder hast du das Rezept aus dem Internet? Aus dem Internet? Achso. Dann kann ich dir leider auch nicht helfen. Also mit Zucker müssen wir nichts mischen. Da haben wir jetzt alles weg. Ah.
geht zumindest voran. Langsam wo sie ja. Oh. Nein. Nimmst du denn jetzt den Zuckerrum da raus? Okay, der geht nicht mehr. Der ist auch wieder fertig. Ich weiß ja, wo. Sonst hol ich doch einfach das Rezept mal live irgendwie raus. Hat er nicht. Achso. Ich verstehe das nicht, zweimal mischen. Das heißt ja eigentlich alle Sachen mischen, oder? Eigentlich ja. Also zumindest ist es so bei diesen ungebackenen Kuchen, so diese Kruste. Da packst du auch die vier Sachen darauf und dann mischst du die. Und dann muss das durch einen Kombinierer durch und dann kannst du das erst backen. Ich habe jetzt Eier, Mehl und Butter im Kuchen. Ja. Ich versuche mal ein. Ja. So. Ist Rexy eigentlich wieder da? Nehme ich jetzt mal den Kuchen und mach mal Zucker mit drauf. Wo zum Henker ist Rex abgeblieben? Ach, da hinten in der Ecke sitzt er. Was hat er denn da? Rexy, hast du dich ausgesperrt? Du Schlitzpüpe? So. Warte mal, das nehmen wir jetzt runter. Das nehmen wir runter. Das nehmen wir runter. So, dann kommen wir mich. Oh! Okay, gut, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Gut. Alles klar, gut. Also Eier, Mehl und dann und Butter. Ah, okay, jetzt geht's. Gut, dann können wir die schon mal durchkochen. Nein. Der ist auch wieder fertig. So, jetzt sind wir gleich mit dem Kuchen auf jeden Fall durch. So, dann haben wir auf jeden Fall schon. Nein! Wenn du den Kuchen machst, ne? Ja. Musst du da gleich die Blaubeeren und so draufpacken? Ja. Oder die Brombeeren? Ja. Also in den Kombinierer. Dann machst du die Kruste rein, die du gemacht hast. Auf dem Kombinierer alles drauf und dann zeigt er dir das ja an, dass du den ungebackenen, was weiß ich, Blaubeerkuchen oder sowas. Ja, ja, dann musst du den ja noch im Backofen hauen. Ja, genau. So, erster Schritt ist gleich fertig. Das ist eigentlich ziemlich gut, so drei Geräte nebeneinander. Kannst du die ganze Zeit rundherum gucken. Und so ist dann auch nochmal der Backofen mit fertig. So, dann bringen wir das mal kurz nach draußen. Einmal kurz verkaufen. Na siehste. 19.000. Supi. Halt. Mandarinen können wir auch gleich mit verkaufen. So. Und dann machen wir gleich dann auch wieder Zucker. Was ist denn das teuerste, was man überhaupt hier verkaufen kann? Ich weiß es nicht, die Preise kommen irgendwie nicht hin. Okay. Wie sie da anzeigen. Vielleicht haben sie das ja irgendwann mal angepasst. Keine Ahnung. Das Doofe ist ja, je mehr du davon machst, desto weniger Verlust, also mehr Verlust hast du ja. Was ja, also, bescheuert ist.
Bisher kriege ich immer noch 1000 für Blaubeerkuchen. Ja, weil ich nicht mache. Ja. Ich weiß auch nicht, wie lange das dann braucht, bis sich das dann wieder alles eingependelt hat. Das kann ich dir auch nicht sagen. Das hätten sie mal lassen sollen. Ja. Aber ich glaube, die wollten, dass man nicht so viel Geld verdient hier. Ja, aber du musst ja Geld verdienen, um eben halt die Sachen zu machen. Ja. Sag das nicht mir, sag das den Entwicklern. Ja. So. So, mein Zuckerrohr bin ich gleich durch. Doof ist, dass du echt jeden Kuchen einzeln machen musst, ne? Ja, und dass das denn nicht automatisch geht. Oder dass man denn irgendwann die Möglichkeit vielleicht hat, einen automatischen Tisch sich zu holen. Was weiß ich, der kann ja auch 100.000 kosten. Ja. Dass man sich daraufhin spart, okay, automatisches Kochen. Dass man das nur noch so wie die Säge oben anstellen muss und dann läuft das durch. Okay, die Also, sind ich habe durch. jetzt drei Torten gemacht. Ja. Guck jetzt mal. Ja, kriegt man nicht viel. Das heißt nicht viel. Ja, ich hatte da schon 7.000 drinne und jetzt sind es 11.400. Schieß mich tot. Also 4.000. Und wir müssen uns für drei Torten. Achso, wir müssen uns hinlegen. Dann müssen wir auch mal die Folge beenden. Oh. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.